So, um die Ecke kann man nicht gucken. Und somit gibt's natürlich bei so einem Kastenwagen einen toten Winkel. Aber hier drinnen natürlich nicht, sondern draußen. Und dafür gibt es natürlich dann auch schöne Klebchen. Die Folge Toter Winkel packe ich euch mal rein. Und ja, liebe Grüße an den Markus. Liebe Grüße in die schöne Stadt Ellenberg in Baden-Württemberg. Ein Riesenprojekt, was die da vorhaben. Gar nicht so groß, aber die haben sich zwei schöne Wohnwagen gegönnt. Beziehungsweise er und ein Kumpel. Und ja, beide Wohnwagen bekommen ein Klebchen drauf. Und von einem Wohnwagen bekommen wir sogar ein schönes Video, wie die Klebchen denn da drauf kommen. Und warum und wieso. Und da freue ich mich drauf. Eben noch was zum Wegschicken. Jetzt sieht man auch mal so hinter der Kulisse, was habe ich eigentlich so die ganze Zeit dazwischen mit den Klebchen gemacht. Genauso wie jetzt. Rein. Name drauf, Adresse drauf und verschickt. Ja, Versandkosten und Co. gehen auf meine Kappe. Ich sag ganz klar, das habe ich auch mit der Aktion Kinderunfallhilfe besprochen. Da geht es uns nicht um die Kosten, sondern da geht es um ja, das große Thema Sicherheit. Und damit schaffen wir wieder ein Stückchen Sicherheit auf der Straße. Es gibt ja nicht umsonst so EU-mäßig und auch die Richtlinien anderer Länder, dass da jetzt ein toter Winkelaufkleber drauf soll. Der zwar ein bisschen anders aussieht, aber anscheinend wird man auch in anderen Ländern wach. Und ich finde das cool und weil ich das cool finde, ist das Geld, spielt das da keine Rolle und wenn ich da 6 Euro bezahle, 4 Euro bezahle, 3 Euro bezahle, manchmal, da habe ich auch so ein Stäbchen losgeschickt mit Klebchen, dann ist das so, aber auch das Stückchen dieser Zwang dahinter, müsst das bei Facebook hochladen und aufzeigen und bla bla bla, nein, der erste wichtige Aspekt ist, dass das überhaupt drauf ist. Ob Kastenwagen, Müllwagen, LKW oder alles, was irgendwie im Straßenverkehr groß ist und rollt. Und dazu zählt auch ein Wohnwagen. Ich freue mich drauf und wir schalten sozusagen dann jetzt rüber. Ist halt keine Live-Geschichte, sondern der Markus darf sich dann jetzt Zeit nehmen und das dann aufnehmen. Und viel Spaß. Ab nach Ellenberg. Hallo, ich bin der Markus und habe Post bekommen von der Kinderunfallhilfe, die hinter Aufkleber druckt schöne. Und zwar geht es um den toten Winkel. Die sehen so aus. Ist klar erkennbar, ein Fahrrad im toten Winkel kann man nicht sehen, vor allem wenn man eingespannt fährt. Wir haben einen Wohnwagen, der ist 8 Meter lang, 2,50 Meter breit und die hintere Ecke ist einfach schlecht zum Sehen. Und darum ist es ein gutes Seil mit einem Aufkleber. Und den möchte ich jetzt mit euch zusammen auf dem Wohnwagen aufkleben. Bringen wir mal den Aufkleber an. Den habe ich übrigens im Internet gefunden, wie ich schon gesagt habe, Kinderunfallhilfe. Und der Ronny heißt der, hat mir die geschickt. Und den möchte ich mir auch noch bedanken. Vielen Dank dafür. Und nun kleben wir den auf, dass man auch sieht, rechts nicht vorbeifahren. Ja, der macht sich ganz gut und dann hoffen wir, dass das auch was bringt. So, wieder ins Bild huschen. Ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ich finde das toll und wenn man ehrlich ist, auch auf so einem schönen neuen Knaus Wohnwagen kann man dann auch mit so einem Aufkleber, die einen sagen, oh Gott, das sieht total schrecklich aus. Nein. Es soll ein Eyecatcher sein, es soll Aufmerksamkeit schaffen und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und das schafft der Kleber. Und das sieht man auch bei diesem Knaus-Wohnwagen ganz deutlich. Somit, wenn ihr Bock habt, schreibt mich einfach an, E-Mail ist unten drin, WhatsApp oder ähnlich, genauso wie der Markus das gemacht hat und dann kriegen wir das hin. Wenn nicht, ab auf die Seite oder Infokarte, klickt da drauf, Aktion Kinder, Unfallhilfe, wartet!
Nicht umsonst schleppe ich ja den kleinen roten Ritter mit. Der Aktion Kinderunfallhilfe e.V. immer mit an Bord, unser Glücksbringer. Und der sagt jetzt: Ciao, ciao!